langer, langer Zeit gab es in einem Wald ein verstecktes Dörfchen, in dem winzige Geschöpfe lebten. Die Schlümpfe. Sie waren herzensgut, fröhlich und freundlich. Aber es gab da noch Gargamel, den bösen Zauberer. Ein übler Bursche. Ah, ich hasse Schlümpfe! Oh, ich schnappe dich. Ich werde euch alle schnappen. Und wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben tue. Ich schnappe euch doch noch. Eines Tages finde ich euer Dorf und dann könnt ihr was erleben. Das Dörfchen gibt's immer noch. Und wenn ihr genau hinhört, könnt ihr Gargamels Wutgeschrei hören. Und wenn ihr lieb seid, dann könnt ihr vielleicht sogar ein paar Schlümpfe sehen. Der schrecklichste Tag im ganzen Jahr. Alle werden auf mir herumhacken. Aber in diesem Jahr wird kein Schlumpf mich so leicht verschlumpfen. Na bitte, ich hab's doch gewusst. Es fängt schon wieder an. Na, das war ja klar, dass Jokey der Erste sein würde, der versucht, mich zum Narren zu machen. Ja, ihr müsst schon früher aufstehen, um euren alten Schlaubi zu verschlumpfen. Ich hab nämlich eine Nase für eure blöden Scherze. April-Schlumpftag, April-Schlumpftag! Ja, das war wirklich ein außerordentlich witziger Witz, Jokey. Komm, Schlaubi, Papa Schlumpf wartet darauf, seine jährliche Bekanntmachung zum April-Schlumpftag loszuwerden. Ach, das wird wohl wieder ein langer April-Schlumpftag werden. Hört zu, meine kleinen Schlümpfe. Heute haben wir den April-Schlumpftag. An diesem Tag des Jahres ist es jedem Schlumpf erlaubt, einen anderen Schlumpf einen kleinen Streich zu spielen. Passt auf, hinter euch ein Ungeheuer! Oh. April, April, ja! Wie nun jeder Schlumpf wissen sollte, wurde der April-Schlumpftag eingeführt, um uns daran zu erinnern, das Leben nicht immer nur ernst zu nehmen. Und dass es wichtig ist, über uns selber lachen zu können. Na klar, Papa Schlumpf fällt es leicht, das zu sagen. Denn Papa Schlumpf hat ja keine Ahnung, was ich am April-Schlumpftag auszustehen habe. Also viel Spaß bei euren Streichen, aber vor allem seid sportlich und fair, bitte. Oh, jetzt wird es sportlich sein, sportlich. Also man muss nicht gerade sportlich sein, wenn man nicht auf irgendeinen blöden Trick hereinfallen will. Na, Schlaubi, willst du mir am April-Schlumpftag denn überhaupt kein Streich spielen, was? Natürlich nicht. Die ganze Sache ist für meinen Intellekt viel zu kindisch. Finde ich auch. Ich wollte den Tag eigentlich besser nutzen, zum Beispiel wilde Schlumpfbären pflücken. Aber ich kann einfach den Deckel nicht von der Dose runterkriegen. Darf ich es mal versuchen, Schlumpfine? Der klemmt ein bisschen. April, April, Schlaubi. Ich musste wenigstens einen April-Schlumpfstreich machen, bevor ich Bären suchen gehe. Das war wirklich witzig, Schlumpfine. April-Schlumpftag, was für ein blöder Einfall. Manchmal zweifle ich wirklich an Papa Schlumpfs Urteilsvermögen. Hey, Schlaubi, warum so sauer? Es ist April-Schlumpftag. Das ist es ja eben. Jeder Schlumpf benutzt den April-Schlumpftag, um auf mir rumzuhacken. Wie Papa Schlumpf ganz richtig sagte, du musst es sportlich sehen. Nimm es leicht. Nimm einen Schlumpfbeerpfannkuchen. Oh, toll, danke. April, 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 April. Jetzt bin ich schon wieder reingefallen. Was ist los, Schlaubi? Hast du denn keinen Humor? Alle anderen können über sowas lachen. Ich hab's, Asael, ich habe es. Ich habe endlich ein Mittel gefunden, um diese jämmerlichen kleinen Schlümpfe zu überlisten und in meine Hände zu bekommen. Jetzt geht's los, Asael, es geht los. Ja, diese widerlichen kleinen Schlumpfbärenpflücker werden nicht widerstehen können. Wenn sie das nächste Mal Beeren pflücken, werde ich als Busch getarnt mit meinen dicken, fetten Beeren auf sie warten. La, 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 la. Ich
Meine Güte, das ist ja wohl der größte wilde Schlumpfbärenbusch, den ich je gesehen habe. Nüsse! Ach, hört doch auf, ihr dummen Schlümpfe. Ihr glaubt doch nicht, dass ich auf diesen alten April-Schlumpfbärentrick reinfalle, oder? Ja! Es wuchert nur Unreife am April-Schlumpftag. Ist doch wirklich wahr. Ich werde den Rest des Tages hier im Walde verbringen, um diesen dämlichen April-Scherzen aus dem Wege zu gehen. Muffi, hallo! Ich hasse Hallo. Ich hasse Tschüss noch mehr, aber trotzdem hasse ich Hallo. Sei froh, dass nicht alle Schlümpfe versuchen, dich zu ärgern. Ich bin diese seichten Späße langsam leid. Ich hasse April-Schlumpftage. Ich auch. Ich wusste, dass du mich verstehst. Ich denke, wir können wirklich etwas Positiveres aus dem Tag machen. Wie Schlumpfine, sie ging los, um wilde Schlumpfbeeren zu pflücken. Du magst doch wilde Schlumpfbeeren, oder nicht? Ich hasse es, wenn ich keine hab. Schau mal da, das ist bestimmt der größte wilde Schlumpfbeerenbusch, den ich je gesehen habe. Was hältst du davon, wenn wir unsere interessante Diskussion verschieben und ein kleines Essenspäuschen machen? Gut. Hab ich euch. Jetzt werdet ihr zu mir mitkommen. Dort wartet schon Schlumpfina auf euch. Gargamel! Hilfe! Hilfe! Ich hasse es, um Hilfe zu rufen. Hilfe! Sag mal, was machst du denn da? Na, was meinst du wohl, was ich mache? Ich schaffe gerade wieder ein neues Meisterwerk. Ein neues Meisterwerk? Ach, jetzt habe ich mich vermalt, weil du mich gestört hast. Oh, tut mir leid. Eiliges Blaugrün, ich hab's schon wieder gemacht. Noch ein neues Meisterwerk? Nein, mon ami, noch einen Fehler. Cordon Bleu, irgendwas stimmt hier doch nicht. Ich weiß nicht, es sieht doch sehr hübsch aus. Nein, nein, der Busch, er ist lebendig. Stört es dich, wenn ich mitspiele, wenn du singst, Torti? Ach, lass es mal lieber bleiben. Nie lässt du mich spielen. Aber ich, Harmonie, ich würde gerne mal wieder ein Solo von dir hören. Klar, Joki. Nein, nein, mein Teig. Also, mein Gefühl sagt mir, dass irgendetwas Unschlumpfiges in der Luft liegt. April, 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 April. Das war wohl der gelungenste Scherz, den ich bisher gemacht habe. Oh, Papa Schlumpf. Das war wirklich sehr komisch, meine kleinen, witzigen Schlümpfe. Wie schön für euch, dass heute April-Schlumpftag ist. Entschuldige, Papa Schlumpf. Ich brauche einige Freiwillige, die ein paar Schlümpfe suchen, die vermisst zu sein scheinen. Schlümpfe? Vermisst? Ach, du willst dich doch nur für den April-Scherz von mir eben revanchieren, Papa Schlumpf. Nein, nein, das ist kein April-Scherz. Kommt, meine kleinen Schlümpfe. Lieber Himmel, wir werden hier nie wieder rauskommen. Und was das Schlimmste ist, dieser grässliche Gargamel wird auch die anderen Schlümpfe fangen, solange sie keiner warnt. Oh, was für ein herrlicher Tag. Bald werde ich euch alle in meinen blätterigen Krallen haben. irgendwas stimmt da nicht. Auf dem Bild ist ein Schlumpfbeerenbaum, aber es scheint hier überhaupt keinen zu geben. Glaubst du, Tolosi hat ihn nur so erfunden? Ich habe das dunkle Gefühl, Gargamel hat was damit zu tun. Gargamel! Papa, guck mal schnell, hier liegt Schlumpfines Bäreneimer. Ich hatte recht. Torti, du und Harmonie beobachtet Gargamels Hütte. Joki und ich nehmen uns einen Storch und beobachten aus der Luft. Los, beeilen wir uns. Schau mal, da ist ein wilder Schlumpfbärenbusch. Wir werden uns da verstecken. Köstlich. Danke. Ich kann nichts entdecken. Also auf zu Gargamel. Oh, Freude, welche Freude. Mein ganzes Leben lang habe ich versucht, diese ekligen Schlümpfe zu fangen. Es war mein Traum, ihr Wehgeschrei in meinem Haus zu hören. Endlich ist mein Traum wahr geworden. Sie sind meine Gefangenen. Was lange währt, wird endlich gut. Jetzt seid ihr in meiner Gewalt. Es ist aus, meine blauen Freunde.
Gargamel hat gesiegt. Könnte schlimmer sein. Er könnte anfangen zu singen. Oh, ich bin grässlich. Ich bin grässlich. Ja, mein Hass auf Schlümpfe ist schier unermesslich. Ich bin grässlich. Ich bin grässlich. Auf der Welt kein Magier ist wie ich so hässlich. Das habe ich befürchtet. Sieht aus, als ob er Torti und Harmony auch hat. Was sollen wir denn tun, Papa Schlumpf? Erst werden wir mal näher ranfliegen. Auf geht's! Ich bin grässlich. Nicht zu glauben. Gargamel hat sich in einen Schlumpfbeerenbusch verwandelt. Ich habe nie gewusst, dass Schlumpfbeerenbüsche so schrecklich singen. Ich habe einen Plan. Storchi, zum Schornstein. Ich so hässlich. Na, 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 Asrael, es ist nicht gut, zwischen den Mahlzeiten zu naschen. Du wirst dir deinen Appetit verderben. Jokey, wir werden dem alten Gargamel einen kleinen April-Schlumpfstreich spielen. Das ist eine prima Idee. Ja, hoffentlich erinnere ich mich noch an den Vogellockruf. Ah ja. Da kommen sie ja. Das war der lustige Teil, meine kleinen Partygäste. Wer möchte denn nun die Vorspeise sein und wer die Nachspeise? Was ist denn das? Schlumpfbärenvögel! Die mögen Schlumpfbären fast genauso gerne wie ich. Oh nein! Was Gargamel jetzt wohl macht? Wir können ja mal gucken. Jokey, das Fernrohr. Bitte sehr, Papa Schlumpf. Scheint so, als hätte er seinen Badetag heute. Das war in der Tat ein gelungener April-Schlumpftag. Das kann man wohl sagen. Und ich bin froh, dass er nun endlich zu Ende ist. Ja, und dieser April-Schlumpf-Scherz mit Gargamel, meine Freunde, der langt für ein ganzes Jahr. Far, very far from here, some 2,000 miles away, that's where they live and work and play.